Hallo und herzlich willkommen, wie immer, aus der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz Rechtsanwälte hier in Göppingen. Heute gibt es mal wieder eine Art Basic-Video zum Thema der Beendigung von Mietverhältnissen, die auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden. Zunächst ein paar allgemeine Fakten über die Kündigung als solche. Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die durch den Zugang bei Ihrem Empfänger wirksam wird. Daher schon mein Tipp an dieser Stelle, die Kündigung am besten persönlich dem Empfänger übergeben und wenn möglich im Beisein eines Zeugen. Wenn eine persönliche Übergabe nicht möglich ist, beispielsweise aufgrund der Entfernung, dann empfehle ich zumindest, die Kündigung per Einwurf einschreiben zu übersenden, denn so hat man zumindest einen Nachweis darüber, dass ein Schreiben dem Empfänger zugegangen ist, also entweder dem Vermieter oder dem Mieter, je nach Konstellation. Dann zum Formerfordernis in aller Kürze: Die Kündigung unterliegt dem Schriftformerfordernis. Das heißt, die Kündigung muss durch den Ersteller unterzeichnet werden. Das heißt, auch eine Kündigung beispielsweise per E-Mail wäre dann unwirksam. Noch zum Inhalt, ganz allgemein, das Kündigungsschreiben muss hinreichend bestimmt sein. Was heißt es jetzt? Es muss ganz klar hervorgehen aus diesem Kündigungsschreiben, zum einen, dass es sich überhaupt um eine Kündigung handelt und auch wer gegenüber wem welches Mietverhältnis kündigt. Manchmal bestehen ja auch mehrere Mietverhältnisse. Zum Datum oder dem Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses, da hat die Rechtsprechung schon festgelegt, dass die Angabe eines konkreten Datums nicht erforderlich ist. Das heißt, es reicht aus, wenn man, so kennt man es ja oder so liest man es ja auch häufig, sozusagen zum nächstmöglichen Termin kündigt. Allerdings muss man natürlich dennoch wissen, wann das Mietverhältnis dann letztlich endet, denn man hat ja die Wohnung geräumt an den Vermieter herauszugeben. Wie allseits bekannt, kann das Mietverhältnis natürlich durch den Vermieter gekündigt werden, aber auch durch den Mieter. Und da gibt es ja einmal die Form der ordentlichen Kündigung und die außerordentliche fristlose Kündigung. Auf die außerordentliche fristlose Kündigung werde ich heute nicht eingehen. Das wird einfach den Rahmen dieses Videos sprengen. Das wird zu lang werden, weshalb es heute dann nur um die ordentliche Kündigung gehen wird. Zunächst zur ordentlichen Kündigung durch den Mieter. Die ist ja recht unspektakulär, sag ich mal, denn der Mieter, der braucht im Gegensatz zum Vermieter keinen Kündigungsgrund. Das heißt, er kann einfach so ohne Angabe eines Grundes das Mietverhältnis kündigen. Natürlich muss sich ja aber auch der Mieter an die Kündigungsfrist halten. Die liegt in der Regel bei 3 Monaten, aber auch hier, Tipp von mir, es lohnt sich durchaus mal in den Mietvertrag zu schauen. Denn es kann durchaus sein, dass die Kündigungsfrist für den Mieter auch mal kürzer ausfällt. Also das kann vereinbart worden sein zwischen den Parteien. Vielleicht so viel zur Kündigung, zur ordentlichen Kündigung durch den Mieter. Da gibt es jetzt auch nicht allzu so viel zu sagen. Interessanter ist auch die ordentliche Kündigung durch den Vermieter. Ich hatte es ja vorher schon erwähnt, dass der Mieter einfach keinen Grund braucht und der Vermieter hingegen schon. Und das ist ein sehr großer Unterschied und ich merke, dass der nicht so sehr bekannt ist wohl. Also gerade im Rahmen auch meiner Mandatsbearbeitung, wenn es zum Beispiel um eine Mängelbeseitigung geht und vielleicht der Mandant eh schon irgendwie im Clinch ist mit seinem Vermieter, dann ich höre einfach oft Aussagen wie, oh, aber mein Vermieter, der droht mir ja eh schon ständig mit der Kündigung und wenn ich jetzt noch mit dem Mangel komme, dann kündigt er mir. Dann merke ich da so eine Art Verunsicherung und da versuche ich auch, meine Mandanten zu beruhigen, indem ich ihm sage, so einfach kann der Vermieter das Mietverhältnis gar nicht kündigen. Er braucht nämlich definitiv einen Kündigungsgrund. Im Gesetz findet sich das Ganze unter § 573 BGB. Dort spricht das Gesetz von einem berechtigten Interesse. Im Absatz 1 heißt eben, der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Das hatten wir eben diesen Grund. Und jetzt zählt das Gesetz eben verschiedene Gründe auf. Interessant dabei ist, ich lese es auch gleich vor, dass das Gesetz
von insbesondere spricht. Also es heißt, ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn. Und dann werden eben diese drei Kündigungsgründe aufgezählt. Und aus dem Wörtchen insbesondere ergibt sich, dass diese Aufzählung, die sich im Gesetz findet, eben nicht abschließend ist. Das heißt, es ist eine beispielhafte Aufzählung. Es kommen durchaus auch andere Gründe in Betracht. Nun aber zu dieser Aufzählung. In Nummer 1 heißt es, also ein berechtigtes Interesse liegt vor, ich kürze es etwas ab, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt. Dann die Nummer 2, die ist auch bekannt, der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt, die Eigenbedarfskündigung, die kennen die meisten von Ihnen, von euch. Und als drittes dann noch die Kündigung aus Rentabilitätsgründen, da heißt es, ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde. Ich möchte zu allen Punkten, zumindest zu Nummer 1 und zu 2, möchte ich kurz was sagen, zu Nummer 3 in diesem Video nicht und auch zur Eigenbedarfskündigung werde ich mich noch etwas zurückhalten, beziehungsweise wird es vielleicht dann auch ein gesondertes Video dann geben, weil es einfach zu lang werden würde. Gerade jetzt zu der Nummer 1, da heißt es ja, dass ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses vorliegt, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt. So, da geht schon hervor, dass eben nicht jedwede Pflichtverletzung ausreicht, sondern es gerade eine erhebliche Pflichtverletzung sein muss. Und die muss auch noch schuldhaft begangen worden sein. Ganz klar, Zahlungsverzug beispielsweise. Ich denke, das ist so der Klassiker, der typische Fall, wo einem dazu einfällt. Aber auch andere Beispiele würde ich gerne kurz nennen, vielleicht um da einfach ein bisschen Gefühl zu bekommen. Beispielsweise Pflichtverletzung oder erhebliche Pflichtverletzung sind es auch Diebstähle innerhalb der Hausgemeinschaft. Oder das Unterlassen von Mängelanzeigen, beispielsweise jetzt bei Feuchtigkeitsschäden. Oder auch das ständige Nichtbeheizen oder das Unterlassen des Heizens der Wohnung. All diese Verhaltensweisen stellen eben Pflichtverletzungen dar. Vielleicht noch zur Erheblichkeit. Generell ist eine Abmahnung bei einer ordentlichen Kündigung nicht erforderlich. Das heißt, man kann direkt die ordentliche Kündigung aussprechen. Aber da sind sich die Literatur und die Rechtsprechung doch sehr einig, dass gerade in Bezug auf die Erheblichkeit der Pflichtverletzung eine Abmahnung durchaus sinnvoll ist. Denn eine Pflichtverletzung erhält oft dieses Gewicht oder diese Erheblichkeit dadurch, dass es eine Abmahnung gegeben hat und der Mieter sein vertragswidriges Verhalten fortsetzt. Deswegen auch da mein Rat an die Vermieter sozusagen. Man bewegt sich doch mehr auf der sicheren Seite, wenn man vorerst mal eine Abmahnung ausspricht, vielleicht auch eine zweite, um dann zu kündigen. Je nachdem, um was für eine Pflichtverletzung es sich handelt. Aber gerade wenn es jetzt Pflichtverletzungen sind, die nicht per se erheblich sind, wo man sagt, der Verstoß an sich oder diese Vertragsverletzung stellt an sich keine schwerwiegende Vertragsverletzungen dar. Gerade in solchen Fällen halte ich eine Abmahnung in jedem Fall für sinnvoll. Genau, so vielleicht zu der Nummer 1, dann zur Nummer 2, das war diese sogenannte, oder so steht es nicht im Gesetz, aber bekannt eben unter der Eigenbedarfskündigung, erlebe ich hier auch eigentlich ja des Öfteren, kommt immer wieder vor und auch da tauchen immer wieder dieselben Fragen auf. Im Gesetzeswortlaut, da steht ja schon drin, oder daraus ergibt sich schon, dass die Eigenbedarfskündigung eben greift, wenn der Vermieter die Räume für sich oder aber auch für seine Familienangehörigen oder Angehörigen des eigenen Haushalts benötigt. Das heißt, nicht nur der Vermieter wird davon oder da in diesen, ich sag mal, Schutzbereich mit einbezogen, sondern auch die Angehörigen oder die Familienangehörige. Wer gehört da dazu? Ganz klar die Eltern, die Kinder, die Geschwister. Aber beispielsweise auch die Nichte oder der Neffe kann hierzu gehören, wenn eine enge persönliche Bindung oder Beziehung zueinander steht. Das heißt, je
weiter entfernt der Verwandtschaftsgrad sozusagen fällt, desto mehr wird darauf geschaut, wie denn die persönliche Bindung zueinander ist. Wohingegen jetzt bei Eltern-Kind oder Ehepartner diese enge Bindung quasi impliziert ist. Genau. Gerade zur Eigenbedarfskündigung, es heißt ja auch, dass diese quasi greift oder ein berechtigtes Interesse dann vorliegt, wenn der Vermieter die Wohnung benötigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, wann benötigt denn der Vermieter die Wohnung? Muss er kurz vor der Obdachlosigkeit stehen oder reicht es, wenn er sagt, ich habe einfach so richtig Lust drauf, in dieser Wohnung zu wohnen? Ich habe zwar 40 Stück, aber ich möchte genau in diese. Da hat die Rechtsprechung auch mittlerweile schon Kriterien aufgestellt. Man sagt, das Benötigen besteht aus zwei Elementen. Zum einen aus der Nutzungsabsicht und auf der anderen Seite natürlich auch aus der Vernünftigkeit. Aber es reicht eben nicht aus, wenn der Vermieter nur vernünftige Gründe hat. Der muss die auch nachvollziehbar darlegen und eben auch niederschreiben in seinem Kündigungsschreiben. So viel in diesem Video zur Eigenbedarfskündigung. Wie gesagt, das ist ein sehr ja, umfangreiches Thema, wo es sich durchaus lohnen würde, ein extra Video hochzuladen. Und das werde ich wahrscheinlich dann auch in nächster Zeit tun. Auch auf die dritte Möglichkeit, gerade diese Kündigung aus Rentabilitätsgründen, lohnt es sich durchaus auch darauf einzugehen. Allerdings halte ich das für sinnvoll, das dann auch in einem gesonderten Video oder in dem Video eben zusammen mit der Eigenbedarfskündigung abzuhandeln. So viel zu den Gründen, vielleicht noch zum Schluss zu den Fristen. Denn der Vermieter muss sich natürlich auch an die Kündigungsfristen halten und die sind auch wieder im BGB geregelt, im Paragraph 573c. Vorher hatte ich ja gesagt, für den Mieter gilt immer diese dreimonatige Kündigungsfrist, beziehungsweise eventuell auch eine kürzere. Beim Vermieter hingegen hängt die Kündigungsfrist von der Länge des Bestehens des Mietverhältnisses ab. Das heißt, bei allen Mietverhältnissen, die bis zu 5 Jahren bestehen, gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist. Und nach diesen 5 Jahren verlängert sich diese Kündigungsfrist eben auf 6 Monate. Also im Zeitraum zwischen 5 und 8 Jahren. Und nach 8 Jahren des Bestehens des Mietverhältnisses verlängert sich diese Kündigungsfrist nochmal um 3 Monate. Das heißt, die Kündigungsfrist ja, beträgt dann 9 Monate nach einem Mietverhältnis, das mindestens 8 Jahre lang besteht. Vielleicht so viel vorab zum Thema der Beendigung von Wohnraummietverhältnissen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.